schön, dass du da bist. Was gefällt dir an dem Videotitel? Möchtest du einen sexy Bauch? Dann lass uns gemeinsam trainieren. Ein sexy Bauch entsteht natürlich dadurch, dass wir die Bauchmuskulatur trainieren. Aber okay, auf der anderen Seite auch zu ganz, ganz großen Teilen durch die richtige Ernährung. Heute beginnen wir auf jeden Fall mit dem Training der Bauchmuskulatur. Vorne, Seite, einmal komplett rundum, Core, so dass die Körpermitte fest, stabil, straff und hoffentlich dann sichtbar wird. Bevor wir loslegen, drücke den Like-Button und abonniere den Kanal. Dann geht's los! Komm auf deine Matte. Komm in einen breiten Stand, die Füße zeigen nach vorne. Hände an die Hüfte, beuge dein Knie, dein Bein zur linken Seite. Miss aus ist das Knie über den Füßen, der Po nach hinten und unten. Wir tippen dann zum Fuß, einmal links, einmal rechts, einmal links, einmal rechts. Achte darauf, dass du den Oberkörper nicht komplett auf den Oberschenkeln ablegst. Immer wieder daran denken, die Brust schaut nach vorne und oben. Wir tippen, tippen und achten darauf, dass die Oberschenkel wärmer werden. Stück für Stück tippen wir weiter. Und nochmal Po nach hinten schieben, gib dein Gewicht auf die Ferse. Wir machen uns erst ordentlich warm und dann legen wir los. Das ist wichtig. Und gut. Komme dann in die Mitte deiner Matte, stell dich einfach wieder hin. Gib dein Gewicht auf dein linkes Bein, strecke die Arme über den Kopf und wir gehen in die Standwaage. Hebe dein rechtes Bein nach hinten und oben, zieh die Ferse weg vom Körper. Andere Seite, rechtes Bein steht, das linke Bein hebt ab, nach hinten und oben, die Arme lang. Wir kommen wieder rein in die Standwaage. Halten einen Moment, komme wieder zum Stehen. Und wir tippen dann in dieser Standwaage sozusagen, das linke Bein bleibt stehen, das rechte Bein heben wir nach hinten und oben. Mit der rechten Hand tippen wir an den linken Fuß. Wir bleiben ein paar Mal auf der gleichen Seite. Achten darauf, dass die Wirbelsäule lang bleibt, gerade bleibt. Kick zurück, langes Bein, zurück und langes Bein nochmal. Perfekt. Und dann zum Stehen. Andere Seite, das rechte Bein steht, das linke Bein wird lang nach hinten gestreckt, die Ferse zieht weg vom Körper. Mit der linken Hand tippen wir zum rechten Fuß. Und nochmal Tipp und Kick zurück. Und Tipp und Kick zurück. Perfekt. Und wieder stehen. Greife mit der rechten Hand nach oben, die linke Hand fast ums Handgelenk und ziehe deinen Oberkörper lang zur linken Seite. Wir machen die andere Seite, zieh dich nochmal lang. Und lösen. Arme nochmal nach oben, einmal lockern. Nochmal nach oben, ablassen, lockern. Nochmal nach oben, ablassen und lockern. Und los geht's. Unser Hauptworkout bringt deine Körpermitte zum Brennen. Es sind 4 Übungen, jede Übung 30 Sekunden, 10 Sekunden Pause dazwischen. Und das Ganze für 6 Runden. Startklar machen!
Sit-Ups. Komm in Rückenlage, die Fersen bleiben am Boden, deine Hände sind am Hinterkopf, die Ellenbogen zeigen auseinander. Richte dich nach oben auf mit festem Bauch und rolle dich wieder ab. Flattern, komme in Rückenlage, mache die Beine lang, hebe sie vom Boden ab und bewege sie von oben nach unten, als würdest du paddeln. Für das Fersentippen bist du in Rückenlage. Bringe deine Arme an deine Seiten neben der Hüfte. Die Fersen bleiben aufgestellt. Ziehe mit der linken Hand in Richtung deiner linken Ferse, mit der rechten Hand in Richtung deiner rechten Ferse. Für die Toe Touches in Rückenlage machst du die Beine lang, die Arme lang, hebst diese vom Boden ab und bringst die Füße und die Finger fast zusammen über deinen Bauch. Wieder lang machen, anspannen, über der Körpermitte zusammenkommen und wieder lang machen. Wir machen Pause. Die Zeit siehst du auf dem Bildschirm.
Wir machen Pause. Die Zeit siehst du auf dem Bildschirm. Wir machen Pause. Die Zeit siehst du auf dem Bildschirm. We'll be right back.
Wir machen Pause. Die Zeit siehst du auf dem Bildschirm. Wir machen Pause. Die Zeit siehst du auf dem Bildschirm.
Wir machen Pause. Die Zeit siehst du auf dem Bildschirm. Um die Beanspruchung des Bauches vorne auszugleichen, machen wir noch zwei Runden Supermans. Einmal in Bauchlage kommen, Beine und die Arme lang machen. Wir heben die Arme ab, wir heben die Beine ab, holen die Spannung aus dem unteren Rücken und legen uns wieder ab. Immer eine halbe Minute für zwei Runden, dazwischen 10 Sekunden Pause und dann gehen wir über in den Cooldown. Wir machen Pause. Die Zeit siehst du auf dem Bildschirm. Du hast es geschafft. Wir gehen über in den Cooldown. Setze dich auf deine Matte. Rolle dich ab ins Liegen. Bringe deine Knie zur Brust. Umfasse sie einmal. Atme einen Moment durch. Wohlverdient. Du kannst optional, wenn du magst, einfach rollen auf der Wirbelsäule. Ansonsten liegen bleiben. Jetzt dürfen wir runterfahren. Sehr gut gemacht. Sehr cool, wirklich. Durchgezogen. Woche für Woche. Sehr gut. Lasse dann das rechte Bein lang werden. Dein linkes Bein zeigt zum Himmel, die Ferse zum Himmel. Die Zehenspitzen ziehen wir an. Du greifst dort, wo es eben angenehm ist an deinem Bein. Du kannst am Oberschenkel, am Knie, an der Wade, so wie es okay ist. Die Beinrückseite links soll lang werden. Perfekt, wir lösen, wechseln die Seite, das linke Bein lang, wegstrecken vom Körper, das rechte Bein schaut zum Himmel, auch einmal lang, die Ferse zeigt zum Himmel, die Zehenspitze ziehen wir zu uns her. Atme nochmal durch. Bringe dann beide Knie aneinander, wieder über den Körper, lass deine Fußsohlen aneinander kommen. Und die Knie einfach einmal auseinanderfallen. Und nochmal einatmen und ausatmen. Runterkommen nach diesem Workout. Bringe die Fußsohlen wieder nach oben, greife um ein Knie und komme zum Sitzen. Komme in einen Schneidersitz, sodass die Füße überkreuzt sind. Greife dann, wenn du zurückrollst, zu deinen Fußrücken und ziehe deine Beine, deine Füße so nochmal gekreuzt an. Sieht ein bisschen verknotet aus, fühlt sich schön an. Einfach mal ausprobieren. Auch hier versuchen wir immer mal wieder so neue Sachen zu machen und unserem Körper so neue Gefühle zu geben. Auch nach dem Workout.
Lasse die Beine dann lang werden und einmal kerzengerade zum Himmel schauen. Spiele damit, ob die Füße besser zum Himmel schauen oder besser zum Körper ziehen. Und lasse sie wieder ab zum Boden. Strecke dich mit den Armen einmal lang über den Kopf. Lass die Brust weit werden, die Schultern werden geöffnet. Nochmal durchatmen. Und strecken. Nochmal lang strecken. Und dann kommen wir langsam nach oben auf. Wir sind fertig für heute. Schön, dass du dabei warst. Ich freue mich. Und dann sehen wir uns im nächsten Workout.